Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, neben all den Themen, die die Gesamtstadt Reichelsheim betreffen, gibt es natürlich auch Projekte, die konkret einen Stadtteil betreffen. In den vergangenen Wochen und Monaten habe ich alle 6 Stadtteile in den Blick genommen, den Austausch mit den Bürgern gesucht und möchte nun in meinen Videos beispielhaft einige Themen herausgreifen. Beginnen möchte ich mit Beinheim. Wenn ich an Beinheim denke, denke ich zunächst an die dringend benötigte Befestigung des Karl-Kempf-Platzes vor dem Bürgertreff. Nicht nur im Sinne der Nutzerinnen des Bürgertreffs, sondern im Sinne aller. Ich bin mir sicher, dass wir hier gemeinsam eine gute Lösung finden, die das Springen von Pfütze zu Pfütze, von Schlagloch zu Schlagloch beenden wird und vielleicht sogar neue Freizeitmöglichkeiten für unsere Kinder und Jugendliche im Ort bietet. Auch müssen wir hier das Thema Parken entschlossen angehen. Viele Beinheimer sprechen zu Recht das Thema Verkehrssicherheit an. Sie fordern die Einrichtung eines Zebrastreifens im Bereich der Kita, die Fußgängerampelschaltung zu verlängern und Verkehrsberuhigungen innerhalb des Stadtteils zu schaffen. Oft im Gespräch genannt wird das sogenannte Pier-Eck, das nur schwer einzusehen sei. Auch die Qualität der Gehwege wird bemängelt. Hier müssen wir dringend handeln. Als drittes Thema möchte ich den Beinheimer Bahnhof ansprechen. Wir müssen hier nicht nur die Parkplatzsituation für die Anlieger und Pendler verbessern, sondern auch ein vernünftiges Konzept für das Bahnhofsgebäude entwickeln. Leerstand und Stillstand sind für mich keine Option. Ich spreche mich auch für eine Begrünung des Stadtteils aus. Hier können Stadt und Bevölkerung gemeinsam an einem Strang ziehen. Ich möchte Partnerin der starken Beinheimer Vereinslandschaft sein und das Ehrenamt, wo ich kann, tatkräftig unterstützen. Die Menschen und Vereine halten die Dorfgemeinschaft zusammen. Sie sind sprichwörtlich der Kitt, der alles zusammenhält und Beinheim lebens- und liebenswert macht. Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, diesen engagierten Menschen Wertschätzung gegenüberzubringen und Unterstützung zukommen zu lassen. Die weiteren Anregungen der Bürger aus Beinheim sowie meine kompletten Ziele finden Sie auf meiner Homepage unter www.herget-umsonst.de. Natürlich können wir alles am besten gemeinsam angehen. Ich brauche Sie, da Sie die Experten in Ihrem Stadtteil sind und genau wissen, was die Menschen vor Ort bewegt. Aktiv für Beinheim, aktiv für Sie. Ihre Bürgermeisterkandidatin Lena Herget-Umsonst.